Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Animal Crossing New Horizons. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja, unser Service Center ausgebaut. Und ja, jetzt laufe ich hier draußen so ein bisschen rum und muss sagen, ich glaube, das Museum packen wir woanders hin. Also wenn ich denn genug Geld mal über habe, dass ich das Museum umplatzieren kann, dann werde ich das woanders hinsetzen. Und ich denke mal, dass ich das da hinten auf den Berg draufsetze. Ja, das heißt, ich muss dann erstmal gucken, dass ich da, also wenn ich soweit bin, dass ich da hochkommen oder hochbauen kann, dann werde ich es, glaube ich, da oben draufsetzen. So als besonders Special-Punkt. Gucken wir mal. Ja, also erstmal bleibt es natürlich hier stehen, weil kostet halt viel Geld. Ich glaube, 50.000 Sternis kostet das. So, bevor wir wieder reingehen und mit Melinda sprechen, würde ich ganz gern mal bei Tina gucken, was hier so los ist. Es ist in der Aufnahme, habt ihr gesehen, immer noch der Sonntag. Weil es ist so viel hier heute. Gucken wir mal, ne? Ja, Tina, womit kann ich dir denn heute dienen? Zeig mir dein Angebot. Aber natürlich, schau dir ganz in Ruhe an, ob du davon etwas kaufen möchtest. Oh, oh. Was bist du denn? Läuferleggings, paar Kunstledersneaker, ein Blümchenkleid, Eichelstrickmütze, die muss ich haben. Ich habe kein Geld. Ich habe es noch auf der Bank. Moment. Ja gut, das kann ich ja dann immer noch kaufen. Eine Outdoor-Hose. Karo Maxi Rock. Würde ja hierzu passen, ne? Oh weia. Das Blümchenkleid bzw. diese Eichelstrickmütze. Das ist sicherlich cool für den Winter. Ja doch, ist schon was für meinen Geschmack dabei. Aber ich habe mein Geld auf der Bank. Oh je. So, der möchte ja, der gute Tom, dass wir... Okay. Ja. Moment, ich setze mich mal hin. So, Melinda, hör mal auf mit deinem Frühsport. Willkommen, Averia. Falls du es nicht mehr weißt, ich heiße Melinda. Ich werde dir auf Averianien mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich freue mich. Hier an diesem Schalter helfe ich dir bei allgemeinen Fragen und bei Problemen mit anderen Bewohnern. Die Kleinigkeiten besprechen wir bei Bedarf, ja? Kein Grund, einfach so direkt in die Vollen zu steigen. Aber wo du gerade da bist, sag doch mal, hast du im Moment denn irgendetwas auf dem Herzen? Vieles. Ach, ich bin ja so aufgeregt. Mein allererster Auftrag. Schluck. Das war jetzt leicht unprofessionell, oder? Puh, also dann, wie kann ich dir heute helfen? Neue Inselmelodie? Du hast die aktuelle Inselmelodie von Averianin garantiert schon mal gehört. Sie ertönt immer zu bestimmten Zeiten und dient uns Inselbewohnern praktisch als Urersatz. Die aktuelle Melodie ist ein echter Klassiker, aber natürlich sind wir hier neuem gegenüber aufgeschlossen. Auch du kannst eine neue Melodie komponieren und dafür braucht es nicht einmal ein Musikinstrument. Falls du es also mal probieren möchtest, sag einfach Bescheid. Warte mal, wir fangen mal von vorne an. Abbrechen. Ich möchte keine neue Melodie. Ich möchte die ganz gerne so lassen. Ja, lassen wir einfach mal so, wie es ist. Neue Inselflagge, eine Bewohnersache. Ah, das ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendeinen Bewohner nicht, ne? Dann kümmert sie sich darum. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte erstmal, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich meine, es gibt schon so ein paar Bewohner, wo ich denke, ist ein bisschen anstrengend, ja. Aber erstmal möchte ich das alle so bleiben. Und vielleicht im Laufe der Zeit lernt man die Charaktere ja auch noch besser kennen, ne? Averia, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen?
Was ist denn hier bei der Infrastruktur? Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hattest du im Sinn? Oh, Brücken und Aufgänge. Nanu, mehr Infos gefällig zu Brücken und Aufgängen, da helfe ich doch gern. Und wundervolles Timing. Wieso? Na, dank unserem Fashion Neuen Center können wir nun einen sagenhaften neuen Service anbieten. Unsere werte Kundschaft kann nun größere Strukturen auf der Insel bauen. Brücken, Aufgänge. Juhu! So ein Bauprojektchen geht natürlich nicht zu bescheiden ins Geld, versteht sich. Doch da hilft die Gemeinschaft. Es kann nämlich jeder spenden, um Projekten zu helfen. Und deshalb kann man solche Sachen durchaus konkret planen, ohne gleich Sterni-Millionär zu sein. Wohlgemerkt, es kann sich stets nur je eine Brücke sowie ein Aufgang aktuell in Planung befinden. Daher überleg dir brav, was wohin soll und sprich mich dann einfach an, okay? Gut, dann sag doch mal, worüber wolltest du denn mit mir plaudern? Ich möchte gern... Wollen wir vielleicht erstmal eine Brücke bauen? Dann würde ich eine Brücke bauen zu der... Wir bauen noch eine Brücke. Oho, eine neue Brücke schwebt dir also vor, wie, sehr schön. Ja, wer will schon nasse Pfoten? Dann wirf doch mal einen Blick in unseren Katalog und such dir ein schönes Modell aus. Alter, sind die teuer. Eine Holzbrücke? Nee. Steinbrücke? Backstein. Oh, die ist ja schön. Nein. Eine Japanbrücke? Japan oder Backstein? Oha, jetzt muss ich mich entscheiden. Finde ja die Japanbrücke eigentlich schöner. Nee, pass auf, die Japanbrücke setze ich auf der rechten Seite meiner Insel, wo es zum Bambus geht. Vielleicht kann man ja da irgendwas, so ein bisschen asiatischen Stil noch was machen. Wir nehmen erstmal die Backsteinbrücke. Eine Backsteinbrücke. Das wäre dein Wunschmodell, ja? Ganz sicher? Jupp. Vortrefflich. Dann bräuchten wir nur noch den geeigneten Brückenbauplatz. Das machst du am besten selbst. Und zwar mit dem praktischen Brückenplanungskit von mir. Ich habe es bereits in deine Tasche gezaubert. Oh, toll, oder? Markier doch dann bitte die gewünschte Stelle. Benutze mein Kit an einem Fluss, dann kannst du dir deine neue Brücke bildlich vorstellen. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Da muss ich dann nur mal gucken, das wird ja sicherlich auch noch mal Geld kosten, ne? Also, wie ich das dann einzahle. Also, diese Japanbrücke würde ich ganz gern denn hier rüber bauen, weil da hinten habe ich ja meinen Bambus und so. Na, dann könnte man hier direkt rüber laufen und dann könnte man hier so eine Bambus-Asia-Ecke machen, was auch immer. Und hier würde ich ganz gern... Warte, nicht hier. Baum. Ja, ich laufe in jedem Spiel gegen Bäume. Ich glaube, die würde ich ganz gern. Hier haben wir ja diese Kirschallee. Ich glaube, ich würde die ganz gern hierher bauen, wenn das geht. Dann hätten wir hier einmal rüber, weil da ist ja auch viel Platz, ne? Warte mal, Brückenbauklit. Hier errichten. Bitte? Muss ich vielleicht näher ran? Oh. Ja. Mal sehen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, guck mal, das ist doch geil. Dann machen wir auf der anderen Seite, hinten bei Mareile, nochmal eine Brücke rüber. Ich glaube, das ist okay. Kann man machen. Ja, die ist okay. Sehr cool. Oh ja, hier wird eine Brücke gebaut. Auf zu neuen Ufern. Sehr schön. So, und wer bist du? Mein Nuckfunk klingelt. Hallo, Averia. Tom Nuck hier. Ja. Hast du eine gute Stelle für die Backsteinbrücke gefunden? Jupp. Wunderbar. Dann wird an Ort und Stelle ab sofort ein Gyroid Spenden für den Bau sammeln. Wenn jeder Einwohner einen kleinen Beitrag leistet, kann der Bau im Handumdrehen beginnen.
Wäre natürlich schön, wenn du selbst mit gutem Beispiel vorangehst, Averia, sonst dauert es ewig. Der Gyroid freut sich jedenfalls über jeden einzelnen gespendeten Sterni. Dann bis bald. Okay, dann reden wir mal mit dem. Guten Morgen. Im Moment nehme ich Spenden für Backsteinbrücke entgegen. Unser Ziel, oh Gott, der ist ja hektisch. Unser Ziel sind 198.000 Sternis. Bis jetzt haben wir null. Es fehlt also noch die Summe von 198.000 Sternis. Bitte spenden Sie. Jeder Sterni hilft. Jo, alles klar. Ich verstehe. Wir hoffen aber nach wie vor auf Ihre Unterstützung. Ui, das heißt, ich muss heute schon wieder farmen, wie bekloppt. Ein bisschen was hatte ich ja noch auf dem Konto. Sehr geil. Aber ich wollte jetzt mal gucken, was der da mit dem KK machen wollte. Da will ich jetzt noch mal gucken, ob ich da noch mal hinkomme. Setzen wir uns mal bei Tom noch mal hin. Moin. Aha, Averia, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Was soll ich tun? Oha, geh ich recht in der Annahme, dass du eingeweiht werden willst in meinen großen Plan, wie wir KK hierher locken können, um ein Konzert zu geben? Projekt K, wie ich es nenne. Mein brillantes Vorhaben ist in drei Schritte aufgeteilt. Schritt 1, mehr Besucher. Je bekannter unsere Insel ist, desto effizienter unsere Strategie. Schritt 2, mehr Bewohner. Fast dasselbe, bloß müssen sich die Leutchen bei uns auch einnisten. Diese beiden Schritte sollten aus Averianien einen Ort von kultureller Bedeutung machen. Was dann Schritt 3 zur Folge hat, KK hört von Averianien, ist angetan und tritt hier auf. Und da wir zuallererst mal Besucher brauchen, wollen wir auf unserer Insel einen Campingplatz einrichten. Da können wir die Leute ungezwungen urlauben, sich einen Eindruck von unserer schönen Insel verschaffen und auf diese Art viral für eine Image-Steigerung der Marke Averianien sorgen. Wärst du so freundlich und würdest kurz dein Nookphone aus der Tasche nehmen? Ja. So, kein Problem. Kriegen wir hin. Oh, ein Campingplatz. Ah! Und erledigt. Jetzt hast du eine Anleitung für ein tolles Campingplatz-Baukit. Sei doch so gut und markiere diesen Kit an einem Ort für den Campingplatz. Ja, viel Vergnügen. Oh ja, ich wusste ja, dass der Campingplatz kommt. Aber in welchem Zusammenhang der jetzt kommt, wusste ich nicht. Ah, dann hätte ich das anders machen sollen. Dann hätte ich doch erst den Aufgang machen sollen. Ach, verdammt. Okay, dann habe ich mich jetzt verplant. Denn für den Campingplatz habe ich schon einen Platz vorgesehen. Da möchte ich, also den möchte ich an eine ganz bestimmte Stelle haben. Oh, ein Geldbäumchen kommt dahin. Ja, 10.000 Sternis muss ich dann reservieren. Darf ich nicht vergessen? Oh, ich muss mal gucken. Heute kann ich ja wieder fliegen. Ich habe unwahrscheinlich viele Nookmeilen. So, ich möchte nämlich ganz gern, wenn ich denn eine Leiter mitgenommen hätte. Weil hier unten möchte ich den nicht hinhaben. Ich möchte den gern da oben drauf haben, den Campingplatz. Weil hier möchte ich ganz gern so eine kleine Ladenmeile hinmachen. Eine Meile ist vielleicht übertrieben. Ich möchte das einfach komplett verteilen auf der ganzen Insel. Also alles, was wir so bekommen, der Schneiderladen kommt ja noch und so weiter und so fort. Ja, da ist ja doch, ja, noch so einiges, was kommt. Ich hoffe auch noch ein paar mehr Bewohner und die möchte ich wirklich komplett verteilen. Dass überall was ist, ne? So, warte mal, die Leiter wollte ich mitnehmen. Kommen Sie mal bitte mit. Oder kann ich hier auch meine Schaufel mal mitnehmen? Und meinen Sprungstab. Das habe ich alles hier zwischengelagert, weil ich hier nachts und tagsüber ganz viel Insekten gefarmt habe. Was meiner Meinung nach wirklich der beste Weg ist, um an Geld zu kommen. Und gerade so ab 19, 20 Uhr, wenn man denn hier die, wie heißen sie, Gesichtsdingers hat. Oh, hier wächst eine neue Lilie. Oh, ich habe eine neue Lilienfarbe gezüchtet. Oh, wie schön. Oh, gestern hat es auch dann geregnet. Ja, und diese blauen Schmetterlinge, die dann hier abends und nachts rumfliegen, die bringen echt gut Geld. Gucken wir nochmal kurz ins Postchen hinein. Nachricht vom Service Center. Zur Eröffnung deines neuen Service Centers gibt es eine neue neue Nook-Meilen-Prämien. Mitglieder von Nook-Meilen können jetzt außerdem 5-fach Meilen verdienen. Okay.
Das ist ja cool. Ey, ich glaube, ich muss echt mal einen Livestream machen. Es ist immer so viel zu tun. Betreff Haus von Averia. 39.940 Punkte, Rang A. Herzlichen Glückwunsch, dein Haus hat die Schallmauer von 10.000 Punkten durchbrochen. Anbei findest du ein Andenken an diesen denkwürdigen Moment. Okay. Dodo Airlines hatte ich alles schon ausgepackt. Okay. Was ist das? Oh, ein Meilentick. Das ist gut. Dann kann ich einmal kostenlos auf eine Insel. ADS-H-Fähnchen. Okay. Ich weiß schon ja nicht mehr, wohin mit dem Ganzen. Komm, wir stellen es einfach mal hier hin. Ach, das kann ich nur. Ah, muss bestimmt reingehängt werden. Okay. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt noch mal rüber. Jetzt habe ich ja die Leiter mitgenommen. Ja, also wie gesagt, ich finde, mit Insekten läuft das wunderbar. Was mich interessiert, also Geld zu machen, ne? Was mich jetzt bei den Geldbäumen interessiert, wenn ich die ausgrabe, wenn ich jetzt eine Frucht gegessen habe, also ob das geht, dass ich die dann auch umpflanzen kann wie alles andere. Das werde ich mal ausprobieren, aber dann mit einem Geldbaum, der nicht so viel Geld bringt, ne? So, guck mal, hier habe ich nämlich schon so ein Lagerfeuer hingestellt. Und ich würde ganz gern, da ist nämlich auch ein Geldbäumchen, den Campingplatz hier so errichten. Hier hinten am Wasserfall wäre vielleicht cooler, oder? Ich glaube hier so. Hier hinten dran. Komm, wir gucken mal, wie es aussehen würde. Hat der mir nicht ein Kit mitgegeben? Sollte ich nicht entscheiden, wo das hin soll? Bin ich bekloppt? Moment. Tom, du hast doch gesagt, ich soll mich entscheiden, wo der Campingplatz hin soll. Oh, bin ich froh, wenn wir hier überall Brücken haben. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Hä? Ich sollte doch entscheiden, wo der Campingplatz hin soll. Kirschen, schön, kann ich wieder vermehren. Und dann irgendwann ganz viel verkaufen. Also ich habe nur die Kirschen und die Mensch, Kokosnüsse. Und die bringen ja schon ordentlich Geld, ne? Und wenn man davon ganz viele Bäume hat, bringt das natürlich viel Geld. Tom, komm mal bitte hierher. Jetzt habe ich bestimmt wieder irgendwas nicht mitgeschnallt. Hallo, hallo. Wir bauen einen Campingplatz, ja. Ach, ich soll das selber basteln. Ach, Herrgott, noch eins. Ist ja wieder eine Chaosfolge. So, dann gucken wir mal. Ah, guck, hier geht's. Ich bin ja doof. Entschuldigung. Campingplatzbaukit. Ja, das sollte ich alles haben. Denn also schnell ab nach Hause, dann wird es ein bisschen länger, die Folge. Macht nichts, aber das möchte ich jetzt gerne in der Folge noch fertig haben. Entschuldigung. Finde die Musik schön. So, dann schauen wir mal in unser Lager. So, Hartholz sollten wir haben. Normales Holz und Weichholz. So, und dann können wir unser Campingplatz-Kit bauen. Da können wir nämlich noch ganz viele andere Sachen denn dort oben mit hinstellen. Wir können ja diese schönen Bänke bauen und so weiter und so weiter. Also da können wir ja richtig was Schönes draus basteln. Möchte ich was mit Blumen machen und ja, gucken wir mal. Sind ja so ein paar Sachen aus dieser Pocket Camp App, die auch so ein bisschen nach Camping, also für den Campingplatz geeignet wären.
Ah, die wird rosa, ne? Oh, wie schön. Ach komm, dann noch kürzen wir jetzt mal ab, wenn wir den Stab schon in der Hand haben. So, ja, wie gesagt, möchte ich hier oben haben und dann werde ich hier auch den Aufgang dazu bauen. Aber das wird dann wohl noch einen Tag dauern, wenn erst die Brücke fertig sein soll. Oh mein Gott. Puh. Ich brauche Urlaub. Ich muss Animal Crossing spielen. Jo, da haben wir das Kit. Hier errichten. Puh. Lass mal gucken. Wie sieht denn das denn fertig aus? Noch mal überlegen. Ich möchte es noch ein bisschen nach hinten haben. Gehen wir mal einen Meter weiter. Oh ne, nicht hier rein. Ins Inventar wollte ich gern. Hier errichten. Ja, ich glaube, das ist besser. Mal sehen. Oh, es wäre schön, wenn der Baum jetzt stehen bleiben würde. Oder beide. Und wenn ich den pflanze... Beide weg! Oder alle drei. Okay. Ja, macht nichts. Dann pflanzen wir halt neue. Yay! Der Ort für den Campingplatz steht fest. Ich hoffe, es wird schon bald... er wird schon bald gut besucht sein. Ja, sehr gut. Denn, also hier ist so dieses Service Center dann vom Campingplatz, ne? Dann würde ich hier oben ganz gerne noch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen Infrastruktur haben. Oder vielleicht kommt dann auch hier das Museum hin, ne? Würde ja passen für Touristen und so. Oh, hier ist ein Fossil. Und dann würde ich hier so eine Art ja, Camping-Sitzecke machen. Also so ein ja, Platz, wo dann alle sich treffen können. So mit Stühlen und Bänken und Tischen. Und dann hier wahrscheinlich irgendwann nochmal so einen Abgang runter machen zum Strand. Das war jetzt so mein Gedankengang. Dass dort hinten so dieses Wohnen ist. Hier so ein bisschen der Gemeinschaftsbereich. Ja. Und dann hier der Abgang zum Strand. Und dann können wir ja hier auch noch ein paar Sachen hinbasteln denn im Laufe der Zeit. Ja, so werde ich das machen. Sehr cool. Haben wir das also auch. Sehr schön. Dann werde ich jetzt Tom noch Bescheid sagen, dass ich das hier gebaut habe. Und ja, dann komme ich aber für diese Folge zum Ende. Ich bin super gespannt. Ich spiele es immer noch super, super gern. Es macht mir immer noch einen Haufen Spaß. Ja, nur das mit den Sternis ist halt schon ganz schön knackig, ne? Aber gut, auch das kriegen wir hin. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit am Start seid, ja? Also, bis dahin, macht's gut. Ciao!